aber hier quasi das. Und du musst hier noch ein gerades Stück reinsetzen, weil sonst kommst du nicht auf die anderen Beingleise. Hier musst du nämlich tatsächlich die beiden Weichen direkt hintereinander setzen, weil sonst passt das vom Radius her nicht. Ja, dann macht man hier. Also eigentlich brauchst du hier nur das zweite Gleis. Das wäre das Hauptgleis, wo du hier raufkommst. Das geht dann parallel mit dem. Das dritte Gleis wäre dann weg. Und jetzt nach dieser Weiche da machst du dann hier zweigleisig oder dreigleisig. Sprich. So, und dann andersrum. Ja, wobei, da ist rechts jetzt besser. Ja, also jetzt nur so als Referenz. Oder dann, da hast du hier das erste Gleis, das zweite. Und das dritte. Gut, da könnte man es auch machen. Ja. Dann bauen wir das hier vorne einmal kurz um. Da müsste ich dir aber leider gerade noch mal kurz eine Kurve kappen. Was für ein Radius hast du die? Das war 80. Ha, schön. Ich kann selbst hier vorne nicht mal mehr anstellen. Ja. Hast du mir hier immer noch so ein Viereck hinsetzen? Auf der rechten Seite? Ja. Dummi, ich teile deine Meinung mit dem das anstellen. Ja, das ist im Multiplayer echt ein bisschen uncool. Wenn die Leute nicht bauen können. So, jetzt gerade. Ich habe hier, keine Ahnung, 300 Meter Gleis verlegt. Jetzt gehe ich an den Punkt zurück, wo es vor uns nicht ging. Jetzt geht's plötzlich wieder. Ich bin verwirrt. Wie war das? 80? Ja. Jetzt doppel hier wieder nicht mehr. Hier wieder, also eigentlich mit dem 80er solltest du direkt daherkommen. Ich verstehe es nicht. Ich kann einsetzen, aber das zweite verweigert er mir. Ich darf immer das zweite Kreuz nicht setzen. Ich kann ja, das zweite Kreuz. Zieh doch die Kurve fertig und dann ziehst du miteinander noch. Das Ding ist, ich setze mir immer die Kreuze und dann verbinde ich die Schienen immer wieder. So. Ach, jetzt hat sich das natürlich versetzt. Das macht aber nichts. Ich darf selbst hier vorne die Weichen nicht ansetzen. Ja, warte mal, die Weichen kannst du jetzt eh vergessen, weil das sind jetzt eh falsch. Nee, du bist gerade auch komplett falsch. Die Weichen hättest du liegen lassen können, weil du musst das Kreuz hier vorne wieder rausnehmen. Weil dann passt das nämlich auch mit dem 80 Grad. Ah, ja, stimmt ja. Ungefähr so. Okay. Na, darf ich hier zwei Kreuze da dran sitzen? Ja. Jetzt brauchst du eigentlich das Kreuz, glaube ich, nicht mehr. Ich bin mal so frei und ja, reise. Aber zumindestens. Warte mal, geht das? Müssen wir kurz ausprobieren. Du müsstest das jetzt eigentlich so anbauen können. Immer so frei, bravour, und reise meine Wegpunkte ab, an denen ich nicht vorbeigebaut habe. Ansonsten hast du machen sie viele, nur. Ansonsten hast du ganz viele diese Bahnübergangsschilder rumstehen auf der Karte. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Bin ich denn jetzt eigentlich? Wo
Kurve nicht kleiner ziehen. Und lassen wir das innere Gleis hier vorne wieder verschwinden und dann passt es. Ja, baue ich da vorne mal weiter. Dann Switch. Right. Gut. Ah, 50 Meter minus 15 Meter sind... Okay, was fahren wir denn hier? Mal minus 100, schauen wir, wo das hingeht. Braucht man gar nicht. Gehen mal minus 200. Ich glaub's nicht, dass ich mir gerade für Railroads Online zum Schienenverlegen den Taschenrechner geöffnet habe. Wir sind da ziemlich weit am Boden runter. Ich glaube, wir brauchen eine kleine Steigung hier. Ja, noch so ein kleiner Tipp von mir. Bau die Schiene nicht ganz so lang. Immer so 50 Meter Stücken, dann kannst du dir immer ein Kreuz dran setzen, dann kannst du die anderen Schienen nachziehen. Hey, das ist meine Bauidee. Lass meine 50 Meter in Ruhe. Ich habe mir das ausgedacht, um Telegrafenmasten ordentlich setzen zu können. Ich finde das gerade interessant, dass die dritte Weiche nicht mehr passt. Ja klar, der Winkel wird natürlich immer... Möchtest du das als dreigleisig oder als viergleisigen Bahnhof? Dreigleisig. Die Weiche war nur so als Referenz für die Kurve. Gut. Ja, dann mache ich mal hier das oben fertig und machst du unten, würde ich sagen. Oh, ich baue mich mal noch unten. Gucken, ob Nero und ich uns einfach treffen. Ach, du musst dich nicht hundertprozentig an die Dings halten. Wäre halt nur schön, wenn du doch da hinten in der Wüste ankommen würdest, weil ich jetzt schon doch relativ viel Strecke habe. Also ich bin jetzt mittlerweile am Eisenwerk schon vorbei. Ich muss bloß ein paar Nachkorrekturen hier machen. Ich angel mich an deinen Andreas Kreuz. Heißen die so? Also in Deutschland nennt man sie Andreaskreuz. Hier man sagt einfach, Amerika nennt, keine Ahnung. Würdest du so nennen, was draufsteht, tatsächlicherweise gesagt. Bravura begeistert von vielen langen, geraden Strecken. Ja, kann man heizen, ne? Gut. Genau wegen dem Grund, Mindestradius, S-Kurven ohne Ende. Also Rennen fahren wollen wir hier nicht. Nee. Ja, also ab und zu darf es ruhig mal ein bisschen schneller gehen. Ich bin gerade gewillt, hier eine Brücke einzusetzen. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das jetzt zeigen soll. Warte. Also Bravura, von hier, wo ich jetzt stehe, auf der Karte, ne? Ja. Bis. Ein Moment. Da. Bis hierhin ist kerzengerade. Ja, heizen. Ja. Vergiss nicht, dass du hier eventuell, wenn du dann mal soweit bist, das Eisenwerk noch irgendwie einbinden willst. Ja, klar. Ich meine, die Strecken werden so oder so immer wieder mal umgebaut werden. Das ist unvermeidbar. Ich war sogar schon so freundlich, ich habe dir ein Gleis ans B- oder Entladegleis schon mal angelegt. Ans B-Ladegleis. Ich habe gehört, Bravura ist ein Freund von Brücken. Ja. Natürlich. Immer gern gebaut. Ich werde auch gleich eine Schleife bauen in der Wüste.
eine ordentliche Schleife. So, ich würde mal sagen. Radien. Bis hierhin und dann reicht es erstmal. Die ganze Zeit Angst, dass Bravura mich im Auge behält, indem er hinter mir ist irgendwo. Nee, ich bin gerade selber mit Bauen beschäftigt. Das ist gut. Das muss hier gut aussehen. So. Sagte er und ich stand vor einem Problem. So, dann haben wir hier noch ein gerades Segment und dann werden wir da hinten die Weichen klatschen. Hoffentlich in Holpig schön. Mal schnell umsetzen. Ich weiß schon, die Freunde, die nicht dran chillen wollen, werden sehr viel Spaß auf der Karte haben. Jetzt brauche ich Switch. Left, umgekehrt, glaube ich. Nero, wie war das letztes bei uns auf dem Community-Projekt? Es wird umgesetzt. Wie bitte? Ich hatte gerade die Kopfhörer abgenommen. Es hat gejuckt am Ohr. Wie gesagt, wie war das letztes bei uns auf dem Projekt? Es wird umgesetzt. Es wird umgesetzt, ja. Erinnere mich nicht dran. Plötzlich verlege ich doppelgleisige Strecken, tausende Weichen, um von links nach rechts zu wechseln. Und plötzlich merke ich, zwei X nebeneinander ist nicht derselbe Abstand, wie zwei Weichen als Spurwechsel haben. Oh, jetzt passt der Abstand nicht. Jedes Mal diese kleine S-Kurve. Ich könnte explodieren. Oh Mann. Tommy, wo bist denn du gerade? Ich stehe auf meiner Brücke. Geht auf meiner Brücke. Was haben wir denn für Probleme? Da stehe ich bei dir. Nee, stell mich mal kurz dahin, dass die Leute kurz was sehen, weil ich muss mal ganz kurz weg. Gleich wieder da. So, bin wieder da. Mensch, was baust denn du da? Möchtest du das als Brücke oder als Steinmauer? Also wenn ich... dann fahr zumindest ein bisschen näher an den Berg ran, dass die Mauer nicht allzu hoch ist. Jetzt doch eine Brücke. Ich meine, schau, wie es optisch am besten aussieht. Ich lasse euch mal bauen. Ich mach mal dahin. Ich sage jetzt schon mal, wir sind hier bei 2,5% Gefälle. Ah, das klingt doch Spaß für die Lok. Bravo, mit einem Radius von 200. Ich stehe am Webrand. Vor einer unsichtbaren Mauer. So, Switch left. Jetzt passt's. Aber ich brauche einen anderen. Ich brauche den da. Ja, wo bin ich? Da. Das war der falsche wieder vom Snap. Ja, war ja sowieso eine Referenz hier. Das ich erste. Ich muss schon sagen, bevor ich das baue, muss ich wirklich von oben erstmal runterfahren. Fahren wir doch mal mit dem Finger auf der Karte. So, da brauchen wir auch nochmal eins Abstand. Das war der falsche. Muss eigentlich ohne Abstände bauen, weil sonst wird das, glaube ich, schief. Nee, also wenn es jetzt ohne macht, dann passt es nicht. Du musst mit dem Gleis hier anfangen. Von diesem Gleis gehst du mit rechter mit Weichen, die rechts oder links zeigen, gehst du dann hier hoch. Aber jetzt fahre ich da so komplett gerade rein und hab dann da die Gerade nach hinten.
Wie gesagt, die Gleise liegen gerade alle schief. Die liegen gerade alle schief? Die haben alle einen Knick drin, wo ich hier stehe. Du nicht so. Ist gerade. Also, hä? Aber... Ich habe Angst, dass wenn ich das jetzt so baue, dass hier kein einziger Zug hochkommt. Also, zeig nochmal, wie du das machen würdest. Nero, mit dem Gedanken habe ich mich schon angefreundet, dass hier die Züge nicht hochkommen. Mach kurz alles weg. Genau, ich baue mit 2,5% in die Tiefe. Mit 2,5? Nehmen wir mal an, du willst jetzt bis hier hinten. Also du musst jetzt nicht zwingend das da als Referenz nehmen, weil das ist ja mit Abstand baut. Gehst du jetzt hier mit einer rechts weicher? Ach, ja, doch, I see. Hier gehst du mit einer links weicher und den Rest schließt du so an. Obwohl, es geht auch wieder nicht, weil wir hier... Eben. Weil wir hier schon mal... Was brauchst du denn Abstand? Ne, wir haben ja hier was anderes gemacht. Wir sind ja hier nicht, wir haben ja hier nicht direkt angelegt. Könnte das klappen, wenn ich das jetzt hier so baue? Einfach obligatorisch zum Testen. Doppelbrücke. Nehmen wir mal unseren Referenzwert. Halb sind zu wenig. Natürlich sind 5,3 zu viel. 5,2. Oh, okay. Ja, 5,1. Oder 5. Oder mach mal 5 straight. So ganz kleines Mühe. Ich werd wegen Bravura noch dick hier. Wieso? Immer wenn ich nachdenken muss, fange ich an zu essen. Das ist aber ein Du-Problem. Ich habe jetzt schon das dritte Eis vor mir stehen. Gibt's nicht. Doch, gibt's. Na, das meine ich nicht. Steht immer noch ein bisschen drüber. Was war das jetzt? 4,9? Ja. Dann machen wir 4,6. Ah, 4,7. Nee, das passt doch. Also, na. Da ist ein bisschen weiter drunter. Muss es aber 4,9 sein, weil ich habe jetzt gerade 4,8 probiert. Aber ihr wollt die Züge noch hier hochfahren, oder? Ja. Wäre schon eine Idee. Aber bei euren Steigungen bezweifle ich das. Was ist jetzt? Sind wir gleich wie vorher. Gibt's doch nicht. Aber ich glaube, mit dem Mini-Abstand können wir irgendwo leben, wenn er da so einen kleinen Dent drin hat. Kriege ich das so hier rübergezogen, ohne dass das blöd ist? Ja, das sehen wir noch gleich. Also wir sind jetzt bei 4,9, normalerweise dürfte da nichts mehr gleich sein. Ja, keine Ahnung, wie Rebels ohne Ende es macht, aber... Wird nicht genau getroffen. Okay. Ja, sind wir wieder eins drüber. Da kannst du mit so einem kleinen Knick da drin leben, ja oder nein? Ja, kann ich. Das ist also ein Mini-Ding. Ich glaube, das wirst du vermutlich nicht mal sehen. Mal verbinden.
Ja, das siehst nicht. Gewöhnen. Donge! Und wenn wir jetzt noch die Weiche andersrum haben, wird es einfach die Weiche austauschen. Das passt erstmal. Jetzt machen wir da mal hinten ein Stumpfgleis. Da wird es dann in Zukunft irgendwo mal weitergehen. Aber das springt mal ins KU. Cool, dann haben wir das da. Kann man da umsetzen. Hier die Beladung. Lass mich mal für das hier noch irgendwie was einfallen. Dass das ein bisschen schöner aussieht. Zumindest das Ende. Und den, eventuell so eine Kurve. So in den Berg rein. Ich werde des Öfteren mal gefragt, ob ich das alte Bausystem gerne zurück hätte oder das neue beibehalten würde. Was ist deine Meinung dazu? Gar keinen Fall das alte System wieder. Nee, das war furchtbar. Bei manchen Sachen wie Brücken würde ich mir es manchmal echt wünschen, dass man die ohne Schiene setzen kann. Oder zumindest entscheiden könnte, möchte ich auf der Stahlbrücke nur die Gleise mit den Schwellen haben. Oder halt auch diese Bretter da drunter. Ja gut, das hat ja weniger was mit dem System zu tun, aber das hätte ich auch sehr gern. Weil das war gerade so ein Schwimmbau nur sehr gut. Ich fand halt so eine Stahlbrücke mit so einer Holzplatte da oben drauf, wo dann Gleise drauf liegen, das sieht nicht so schön aus. Ich glaube, das sieht irgendwie nice aus, wenn die Schienen ins Grüne reingehen. Das ist dann quasi das Ende von dem Ganzen. Aber ich glaube, 3 Schilder sind ein bisschen zu viel. Wo hab ich denn das Ding jetzt noch? E-Railer so in der Mitte. Ach, da oben hab ich das Haus hingesetzt. So, oh. Machen wir das ganze Grünzeug hier mal weg. Naja. Ich muss sagen, am gemeinsten finde ich wirklich diese kleinen Bäume. Die man gerne mal übersieht. Ach hier, diese ganz kleinen. Ja. Ich weiß gar nicht, was du hast. Die sind doch schön, wenn die dann in der Strecke stehen und du dir so denkst, okay. Nee, das gleiche auch mit den Steinen, wenn du da eventuell drüber fährst. Stell dir doch mal wenigstens vor, es gibt noch ein anderes Tool als bloß die Dings. Die Säge. Ein Hammer oder so, eine Spitzhacke. Wie ein American Railroad zum Gleise legen. Eine Spitzhacke. Das fand ich wohl ein tolles Feature eigentlich, dass du Werkzeug brauchst zum Gleise verlegen. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt. Wie genau bist du jetzt da nach unten fahren? Streckentechnisch. Wem fragst du? Stormy. Achso. Boah, ich weiß nicht, ob du da so straight runterkommst. Ich glaube, da musst du ein bisschen ausschweifen. Damit du da nach unten kommst, ohne dass du jetzt ein mega krasses Gefälle hast. Also sprich da ein bisschen seitlich fahren. So. Frage ist, geht das jetzt? Zahnradantrieb wäre ja eigentlich noch was Geiles. Ah, nee. Wieso nee? Dann möchte ich doch bitte weniger neues Rollmaterial haben. Und lieber dafür, keine Ahnung. Kontinuierlich neue Karten. Das wär's doch. Beziehungsweise Karten-Editor mit Workshop. Oh ja! Das wär spaßig. Ja, nennen wir es mal nicht spaßig. Das wär gut.
basig ist immer so, nee, ja. Ja. Wir müssen noch nicht mal so weit runtergehen, wisst ihr das eigentlich? Ich finde das gerade schade, dass ich nicht weiter auf den Boden runterkomme. Weil das, was ich jetzt setze, ist jetzt irgendwo in der Luft. Du ziehst ja da voll weit nach hinten, Nero. Voll weit nach hinten? Was soll das denn heißen? Ja, ich hätte eigentlich gedacht, man kommt. Ja, hier ist dann schon so irgendwo nach oben. Mit einer Rampe. Ja, wobei, da ist der Hügel auch noch. Ja, das ist gerade so mein Problem. Und wenn du meine X jetzt verfolgst, vorher wollte ich erst um diese Bergkette ringsrum fahren. Funktioniert nicht, ist ein unsichtbarer Wand. Herzlichen Glückwunsch. Wer hätte es gedacht? Jetzt dachte ich mir halt so, naja, man könnte ja hier an dem Berg an der Seite so entlang fahren und einfach da hinten, wo ich vorher hoch wollte, einfach eine Kurve ziehen. Wisst ihr? Dass man vielleicht hier wirklich mit einer sanften Steigung hochkommt. Weil eure Strecke ist ja schon der Kraftakt für die Loks. Dürfen die sich ja wohl noch mal kurz entspannen, bevor die dann gequält werden. Die Frage ist halt bloß, ob das so funktioniert, weil... Ich probiere da mal was. Viele Wege führen nach Rom, heißt's ja. Ja, ich weiß, dass ich hier ein Haus hingesetzt habe. Keine Sorge. Was soll ich machen? Nein, ich bin drüber. Shit. Tschüss. Ich will keinen Steinbahn dann. Vor allem nicht mit 3%. Huch. Eigentliche Frage ist, komme ich besser, wenn ich von unten anfange zu bauen? Oder was ist dein Plan? Ich probiere gerade was von oben. Einfach nochmal zu beschauen, wie es laufen würde. Du versuchst von dort, wo du jetzt bist, direkt zum Eisenwerk zu bauen, kann das sein? Nee, ich versuche die Berge halbwegs entlang zu fahren und dann runterzukommen und dann eventuell auf der anderen Seite eine Schleife zu machen. Das geht sogar weitestgehend auf. Kein Problem damit. Dann würde ich die ganzen X wieder wegruppen und... Kurve ist einfach nicht gleichmäßig. Das muss man ein bisschen schöner machen, aber das ist jetzt eh nur zum Experimentieren. Ich hätte jetzt tatsächlich noch eine Idee gehabt. Hier, wo ich stehe, vielleicht lang gehen. Schade, das war jetzt alles 2,5. Sieht das... Was macht das? Das sieht komisch aus. Ich glaube, wenn man da noch Steinsegmente dazwischen macht. Na, ich glaube, es müsste irgendwie näher am Berg dran. Jet, was meint ihr? Näher am Berg hätte ich jetzt, ja. Mit Kurven und so. Aber mit minus 2,5 kommt man zumindest da hinten auf die Höhe. Wie geht's dann weiter? Ja, dann fährst du hier so rum, auf dem Hügel da runter und dann hier eine große Wendeschleife. Bravo, das könnte funktionieren, ja. Pass auf, ich hätte jetzt noch einen anderen Gedanken gehabt. Wenn wir hier eine große Kurve rumziehen um diesen Berg ringsrum und dort, wo du herkommst, dass wir dort hinkommen. Weißt du? Hä? Nee. Nee? Pass auf. Wenn man jetzt von hier über diesen Berg hier kommt, über diese, über 1, 2, 3, über diese Steigung hier kommen würde, ne? Ja. Dann würdest du da oben hinkommen
Und dann machst du dort oben halt einmal um die Bergkette den Bogen ringsrum. Ach, und da hinten dann runter, oder wie? Ja, und dort hinten dann einmal an den Felsen dort in der Wüste beispielsweise runter. Ja, probieren kann man mal. Wäre zwar ein relativ langer Weg, aber... Ach, die Länge ist nicht das Problem. Muss noch an... Ich meine, das Stück habe ich jetzt improvisiert hingelegt. Das müsste man dann wahrscheinlich wirklich erst legen, wenn man hier mit der Strecke oben ankommt. Ja, ich mache mal ungefähr eine Markierung. Ja. Ich fange mal von unten an zu bauen. So. Bin ja schon einmal fast hier hinten. Das kriegen wir hin. So versinke ich ja eigentlich so im Boden. Geht das Gleis nach unten? Kann nicht der Boden kommt hoch? Aber ihr wisst schon, wo ich hier oben lang komme. Nein. Also zumindest Bravura müsste es auf der Karte sehen. Ja, ich schau gleich. Du kannst meine Testkonstruktion abreißen. Södele, wo sind sie denn? Ach, da hinten. Ja, meins, kommst du da irgendwo da hin, wo ich jetzt gerade stehe? Aber das müsste geben mit einer ganz großen Schleife. Warum ich hier halt gerade straight in einem 300er Gradwinkel mit 2,5% Gefälle runter. Wieder kommen. Das Problem ist eher, dass meiste sind Brücken, die ich hier oben einsetze. Ja, ist ja nichts Schlimmes. Muss man halt mal ein paar Brücken fahren. Beziehungsweise. Über 7 Brücken musst du gehen, oder was? Pass auf, für dich, dass es Ärger von YouTube gibt. Weil du anfängst, hier eine Strophe zu trallern. So, nein, das wollte ich nicht. Nein, Bravura, die ganzen Kreuzungen, die neben dem Gleis liegen, sind nicht dafür gedacht, dass du eine Highspeed-doppelgleisige Strecke ausbaust. Oh, ist aber schade. Du könntest das machen, aber eigentlich sind die dafür gemacht, dass du immer im optimalen Abstand Telegrafenmasten setzen kannst. Ich habe mir das angewöhnt, seit es die Telegrafenmasten gibt. Ich würde ja gerne Bravura sehen, aber ich finde ihn hier nicht. Also, doch, da links kommt er. Da hinten nach links kommst du. Guck mal nach links. Da müsstest du eigentlich eine Brücke in der Luft sehen. Ja, die sehe ich. Weiter Ferne. Das ist das, wo ich jetzt gerade rauskomme mit einem 200-Grad-Winkel. Sehe ich da? Achso, na, das ist nur ein Wettereffekt. Okay. Was, ein Wettereffekt? Ja, ich habe mich gerade nur wegen an Schatten gewundert. In der Wüste wären diese, wie nennt man das, diese Hitzewellen, wären ganz cool. Dass man das in der Ferne so verschwommen sieht, durch die Wärme. Das wäre vielleicht ein cooler Effekt. Ich nicht ausgehen. Oh, das geht sich aus. Okay, gut, ich muss hier. Extra damit Bravura hier keine Rennen fährt. Oh, nice. Und ich jetzt hier S-Kurven einbauen. Er will oder nicht. Nein, ich bin zu tief. Ja, du hast auch eine prozentige von wie minus 2,5 gehabt. Aber vom Radius her wird es schon mal gehen. Und ich komme nicht rauf. So.
Einmal hier. Dann macht man hier gerade. Ach, ich erinnere mich noch, wo wir damals auf der anderen Karte gespielt haben. Eine Ruggelparty bei Zügen fahren. Ah, ich glaube, das kommt noch. Denkst du? Ja, ja. Also ich hoffe es zwar nicht, aber... Das passiert noch nicht. Standen damals in echt auch die Brücken so weit ab vom Boden her? Inwiefern? Naja, wie gesagt, ich versuche gerade kontinuierlich mit einer 2% Gefälle zu dir hier rüberzukommen. Weil du das ja halt siehst? Ja. Geht doch ein bisschen dem Geländeprofil noch entlang, damit du da nicht so eine Höhe hast. Und weiter hinten machst du dann irgendwo eine Schleife dann rein. Also du kannst ja ruhig da lang ziehen. Und wenn es vom Gelände her passt, dann ziehst du wieder retour zu mir. Was heißt denn bei dir eine Schleife? Einfach einen Tunnel durchbohren, oder? Na. Also Gleiswindel. Da, zum Beispiel, da bist du jetzt fast am Gelände. Da fährst du jetzt, wenn möglich, mit der gleichen Gefälle fährst du da so weiter nach hinten. Also du folgst dem Gelände, soweit es geht. Und schaust, dass du einfach runterkommst. Und bei da unten dann, wenn du dann auf den halbwegs auf Plateau bist, machst eine große Kurve 180 und gehst wieder retour. Weißt du, so ungefähr. So gesehen, Kopfbahnhof. Irgendwo einbauen. Na, schon mit einer Kurve. Also keine Spitzkehre. Du sollst so Schlaufen bauen. Ja, genau. Das heißt, Brücken bauen geht, aber Erdbewegung ist nicht möglich. Nein, das geht noch nicht. Vielleicht irgendwann mal. Und nicht so viel. Jetzt wir ja wünschen, dass man irgendwie Tunnel durch die Welt bauen kann. Oh, ein Tunnel, das würde uns jetzt so helfen hier. Sie hatten das tatsächlich einmal gezeigt, aber das kam halt nie. Du meinst mit dem Dampf von der Betsy? In dem Video? Ja, ich glaube, das war die Betsy mit dabei, aber da hatten sie halt mal so mit Tunnel kurz experimentiert gehabt. War das nicht das Video, wo die Betsy über diese 8 gefahren ist und die Weichen aufgefahren hat? Das kann sein, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass das dieses Video gewesen sein könnte. Stand irgendwie so ein viereckiger Bau da, wo dann gezeigt wurde, wie der Rauch da, was der Untergrund macht. Ich erinnere mich, ja. Könnte durchaus das Video gewesen sein, ne? Wieso kann ich da jetzt nur eine Brücke bauen? Hallo. Geht auf das Fundament. Das wird zu tief sein. Ja, ist es auch. So vielleicht. Ich komme aber da trotzdem nicht ideal raus. Nee, das gefällt mir noch nicht. Was ist, wenn ich hier oben rauskomme? Wäre es besser. Von den Menschen, da muss es funktionieren, nicht schön aussehen. Das wäre schlimm. Es soll schön aussehen. Ja, deswegen sage ich es ja, eigentlich bist du keiner von den Menschen, die sagen, die Funktion ist wichtig, der Rest nicht. Wenn es danach ginge, da hätte ich dir das ganze Spiel auf Stelzen gesetzt. Ja, bei Century of Steam haben sie das gesagt, aber ich bin dann ein bisschen vorsichtig. Ich will dann noch ein bisschen Ergebnisse abwarten. Um zu schauen, was da wirklich effektiv da kommt und wie es ist. Ja, mir gerne ehrlich gesagt die Frage, wie du das dir vorstellst, dass hier eine Schleife rein sozusagen.
kommt bei Sentry of Steel. Die Schlaufe will gerade in meinen Kopf nicht rein. Also Gug. Was? Im konstanten Gefälle gehst du dem Gelände weitestgehend nah, damit du da nicht so hoch bist. Also machst du da so eine Kurve weiter runter, gehst weiter runter, runter, runter. Und dann zum Beispiel hier auf dem Plateau müsste es ausgehen, 180 Grad Kurve. Und seh genau in die andere Richtung. Mehr. Runtergefallen. Hilfe. So, Le Breach. Nein! 12. Ach Mann, ich dachte, du bist jetzt auch runtergefallen. Die Bäume haben sehr aufgespart. Ja! Ist jetzt nicht mehr so bewaldet wie vorher. Leider. Gut, in der Wüste macht es auch irgendwo Sinn, aber dann sonst ein bisschen baldiger sein. Oh nein, ich hab mich gerade selber eingesperrt. Auch nicht schlecht. Aber hast du auch schon die Mammutbäume gesehen, Bravura, die hier so vereinzelt stecken? Ja, die habe ich gesehen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob die mich überzeugen. Also ja, sie sind groß, aber was machen die jetzt? Auch so schön aussehen. Das sind Bäume. Kann man damit jetzt seine Holzproduktion eröffnen? Keine Ahnung. Irgendeine Firma, die speziell Mammutbäume verarbeitet vielleicht? Oder fährst du hier mit einem Flatcar und einem einzigen Baumstamm drauf? Komm schon, nein! Ah, das gefällt mir hier irgendwie nicht. Perfekt. Auch nicht mehr. Ich komme da nicht anständig rum. Oh, ist jetzt ein Knick drin, oder? Ja. Mal schauen wir mal hier. Das dauert immer ewig, heute in Raybots Online. Halbwegs anständig zu bauen. Wenn du zu zweit bist, dann, oder zu dritt oder zu viert bist, dann geht das eigentlich. Wenn da dieses Unsnap-Problem nicht wieder da wäre. Ja, das wäre natürlich hilfreich. Warum snappst du an eine Schiene an, wo du gar nicht hin sollst? Also. Nein. Mal schauen, ob das irgendwie so aufgeht. Kann ich hier rüber? Ja, warum nicht in dem Winkel? Soll ich 180 Grad Kurve dann nicht mit Mindestradius bauen? Ja, schon wenn es geht. Spiel will mich ärgern. Wie sieht das Ganze aus? Das sieht gar nicht mal so doof aus, aber wir sind ziemlich hoch. Aber jetzt um die Kurve kommen. Ich will es halt eigentlich vermeiden, enger werdende Kurven zu bauen. Die
inwiefern? Anfang mit 100er Radius und dann auf 90 am Ende sein oder was? Ja, es wäre natürlich schon geil, wenn die Kurven irgendwo gleichbleibend sind im Radius. Das kriege ich hier oben leider nicht so wirklich hin. Da scheitert es bei mir übrigens auch gerade dran. Also meine... Ich bin gerade von einem 960er Radius auf einen 120er Radius gekommen, damit ich in die Kurve komme. Was ich ab und zu mal gebaut habe, waren anfangs mit einem, was war das, 200er Radius, dann hatte ich mal ein Stück in der Mitte, sag ich mal, 100er Radius und dann habe ich wieder einen 200er Radius draus gemacht. Aber das geht halt nur, wenn es halt geht. Da muss der Herr Bravura leider ein paar Abstriche machen. Ja, ist wie es ist. Aber nicht traurig sein. An anderer Stelle passt es dann wieder. Oh, ich glaube, ich habe jetzt endlich die Höhe erwischt. Sieht nur ein bisschen doof aus. So, und jetzt... Ich hoffe, das findet nie einer raus, was ich hier gebaut habe. Jetzt sieht es aber hier wieder doof aus. Ach, Mann. Da kommt man nicht anständig runter. Das gibt's doch nicht. Wie ist das eigentlich bei S-Kurven? Muss da ein gerades Stück dazwischen, oder? Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.